18,4%. Was? Jetzt bin ich wirklich geschockt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Video. Ihr wahrscheinlich auch, denn es wird heute Ergebnisse geben, mit denen ich wahrscheinlich nicht rechne, mit denen ihr wahrscheinlich auch nicht rechnet. Und zwar habe ich einen DNA-Test von MyHeritage gemacht, den auch schon bereits einige andere YouTuber gemacht haben. Und ich dachte mir, ich muss das unbedingt ausprobieren. Vor allen Dingen, als sie mich dann angeschrieben haben, habe ich gedacht, das kann ziemlich, ziemlich cool werden. Und außerdem bin ich nämlich total neugierig, denn mittels dieses DNA-Tests wird sozusagen meine Herkunft ermittelt. Ich werde also herausfinden, aus welchen Teilen der Welt meine Vorfahren sind. Unten ist übrigens auch direkt ein Link zum DNA-Kit, wo ihr den dann auch erwerben könnt, also kaufen könnt. Ihr könnt auch mit dem Code, den ich euch einmal hier einblende, direkt die Versandkosten sparen. Also klickt da sehr gerne rein, schaut euch gerne auf der Seite von MyHeritage um und ich denke, etwas Ahnenforschung ist auf jeden Fall nicht falsch und das kann jeder auch mal so machen, um herauszufinden, von wo er denn eigentlich überhaupt ist. Ihr wundert euch jetzt aber vielleicht, ja, sie muss doch irgendwie den Test gemacht haben, damit die Ergebnisse dann auch da sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Test vor, glaube ich, 5 Wochen gemacht. Es ist wirklich super, super einfach und wie ich das gemacht habe, werde ich euch jetzt einblenden. Ich habe nun den Test von MyHeritage DNA in der Hand. Wir werden ihn jetzt zusammen einmal machen. Wer genau aufgepasst hat, weiß, dass ich vor ein paar Wochen noch blond war. Ich hatte den Test auch vor ein paar Wochen gemacht und ihn auch abgefilmt und abgeschickt. Problem ist leider nur, dass die Festplatte mit dem Dokument verschwunden ist. Ich wollte euch aber trotzdem noch mal kurz zeigen, wie der Test eigentlich abläuft und wie einfach das ist, diesen DNA-Test zu Hause sozusagen zu machen. Und zwar könnt ihr die Box ganz einfach einmal aufmachen und hier drin findet ihr dann eine genaue Anleitung. Dann findet ihr des Weiteren noch einen Umschlag, damit ihr eure Proben dann auch schnellstmöglich zurückschicken könnt. Und dann findet ihr natürlich noch hier ein Sicherheitspäckchen und 2 Röhrchen und 2 Wattestäbchen, mit denen wir jetzt den Test einmal machen werden. Auf jedem dieser kleinen Röhrchen und auch auf der Verpackung selbst befindet sich ein spezieller Codename. Nachdem ihr den Code einmal auf der Webseite, genauso wie hier in der Anleitung beschrieben, einmal angegeben habt, greift man sich sozusagen dann direkt so ein Wattestäbchen. Und zwar haben wir 2 Wattestäbchen. Wir werden nämlich einen Abstrich in unserer Mundhöhle machen. Einmal rechts und einmal links. Das Wattestäbchen werden wir jetzt nämlich auf der Innenseite der Backe einmal 30 bis 60 Sekunden hin und her rollen, damit da auch wirklich genug Speichel mit drauf ist. Nachdem ihr das dann genug Zeit gemacht habt, könnt ihr dann das Röllchen hier oben einmal aufmachen. Macht das Wattestäbchen einmal hier rein und brecht es dann hier einmal ab. So, tada! Und dann macht ihr das Ganze richtig fest zu, damit das auch auf gar keinen Fall ausläuft, weil hier drinnen nämlich so ein bisschen Flüssigkeit drin ist. Genau das gleiche machen wir jetzt noch einmal auf der anderen Seite. Nun nehmt ihr euch diesen kleinen Beutel hier, macht den einmal auf und da können dann direkt beide Röhrchen rein. Dann verschließt ihr den Beutel auch nochmal gut und dann kommt das Ganze in den vorhergesehenen Briefumschlag. Und dann geht ihr damit zur Post und dann kann das Ganze abgeschickt werden und im Labor dann einmal untersucht werden. Und nach ein paar Wochen habt ihr dann euer Ergebnis. Mal gucken. Also die Grafik finde ich ja schon mal sehr, sehr cool. Iberin. Okay, 46,5% Iberin. Jetzt bin ich gespannt. 18,4%. Was? Never ever. Skandinavien. Nee. Das wäre ja richtig viel. Balkanbewohnerin? Okay. Ne. Nee, warte mal. Und wo ist Südamerika? Hallo? Zentralamerika? 6,8% nur? Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt enttäuscht sein soll. Und 12,9% weitere. Was? Nigeria ist auch dabei? Ach, veräppel mich doch. Never ever. Ja, das... Okay. Ja. Jetzt bin ich wirklich geschockt, muss ich ehrlich sagen. Super interessant. Mit dem Ergebnis hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, ich muss es nochmal bei meiner Mutter vorspielen. Sie wird es, glaube ich, auch nicht glauben. Also ich meine, das mit der Iberin, dass es so viel ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass es irgendwie Südamerika ist. Ich habe jetzt hier nochmal die genauere Aufsplittung, wie ihr hier seht. Also wirklich sehr, sehr interessant. Es ist 90,9% Europa dabei. Also ich bin doch irgendwie sehr europäisch. Das Lustige ist, ich würde mich auch so einschätzen, als ob ich extrem europäisch denke. Ich bin ein sehr rationaler und vernünftiger Mensch. Die mich schon länger verfolgen, die wissen das ja auch. Ja, Südeuropa ganz, ganz viel. Also Iberin, wie gesagt, 46,5%. Griechen 4,7%. Italienerin 4,3%.
Ja, Nord- und Westeuropa, wie gesagt, Skandinavierinnen 18,4%. Osteuropa, Balkanbewohnerin 15,4%. Das erschreckt mich jetzt wirklich auch, weil damit habe ich eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich dort einfach auch noch nicht unterwegs war. Also ich war dort noch nie. Ich würde da sehr, sehr gerne mal hin. Vielleicht habt ihr irgendwelche Empfehlungen. Vielleicht kommt ihr aus dem Balkan. Warum nicht? Also den nächsten Urlaub könnte man ja eventuell mal dahin planen, ne? Um das mal so ein bisschen kennenzulernen. Dann sind es tatsächlich nur 6,8% aus Amerika. Zentralamerikanerin, wie gesagt, 6,8%. Und dann haben wir noch Afrika und da habe ich sogar wirklich nur Westafrika drin. 2,3% aus Nigeria. Ja, also ein bisschen Afrika, was ich gar nicht so schlecht finde, weil wie ihr wisst, ich gehe so oft nach Mauritius. Das gehört ja auch zu Afrika. Leider der einzige Teil, wo ich bis jetzt in Afrika war, außer, stimmt, Dubai und Ägypten. Ansonsten würde ich sehr gerne auch andere Dinge in Afrika sehen. Also, wie wäre es also mit Nigeria? Wer hätte gedacht, dass ich aus Nigeria komme? Also ich finde es ja wirklich super interessant. Ich war sehr, sehr überrascht und ihr könnt ja aber sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr damit gerechnet habt, irgendwie bei mir oder ob ihr vielleicht so einen Test auch schon gemacht habt. Und wenn ihr jetzt Bock habt, so einen Test zu machen, dann klickt sehr gerne auf den ersten Link unten in der Infobox. Dort kommt ihr direkt zum Link zum Kit und wie gesagt, mit dem Code kriegt ihr auch den kostenlosen Versand. Und das Coole ist, dass ihr auch noch weitere Möglichkeiten habt, bei MyHeritage auch eure Stammbäume zu entwickeln, das richtig einzutragen, also etwas mehr Ahnenforschung zu betreiben. Und ich denke, das ist immer eine gute Sache. Stellt euch vor, ihr habt irgendwann mal, seit 6 Generationen weiter und die fragen sich irgendwann mal, was ihr gemacht habt, wie ihr gelebt habt. Dokumentiert es also gut. Ich weiß auch genau, wie es damals war, als ich alles Mögliche von meinen Vorfahren lesen konnte und das fand ich immer sehr, sehr cool. Falls euch das Video also gefallen hat, hinterlasst dem Video sehr gerne ein Daumen nach oben. Hier könnt ihr den Kanal einmal abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.